Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, und tatsächlich hat Yugulias wieder mal geschrieben, ne? Kaum haut er in der Folge ab, also hier im Dingens ab, taucht er auf einmal wieder in den Kommentaren auf. Kann ja nicht wahr sein. Er hat auf jeden Fall das bestätigt, was Sandman Never Sleep vorher geschrieben hat. Und zwar, dass es tatsächlich wohl Naniten gibt, die Tote wiederbeleben können. Mit sehr viel Glück bei einem Händler und wirklich bei Quests. Das heißt, wir müssen da mal speziell drauf achten. So, wir werden jetzt hier erstmal die Einteilung machen. Wir machen mal den Slow-Mo rein, in der Hoffnung, dass nichts passiert. So, Einstellung kopieren. Ja, komm, wir nehmen hier mal die 44 mm Kanone. Hallo? Kann ich nicht alle auswählen? Ich will nur dieses scheiß Regal auswählen. So, Einstellung einfügen. Das Anti-Mech-Rifle. Energiegewehr. Eine Minigun. Also wir haben nicht für alle Waffen genug. Ein Präzisionsgewehr, ganz wichtig. Eine Railgun. Sturmgewehr. Jetzt haben wir noch für einen Platz was frei. Den haben wir, den haben wir. Ah, hier. Das hier. So, dann machen wir mal den Speedy rein. Hier kommen dann die ganzen Müllwaffen. Hier muss natürlich auch noch so einer rein. Und wir brauchen mehr Strom. Haben wir irgendwo, bis auf so ein paar Lags, ich mach mal den mittleren Slow-Mo rein. Also den Halb-Slow-Mo. Fängt hier an, laggy zu werden. Okay, Strom. Müssen wir mal gucken, was wir mit dem T-Rex machen. So, wo haben wir denn noch? Am besten in der Nähe. Hier ist noch einer. Hier. Hier. Und da oben. Und dann haben wir alle, ne? So, der geht ja perfekt dran. Jetzt fange ich hier wieder an mit dem Doppelweg. Ich brauche ja keinen Doppelweg. Einfach da durch, ja? Zack. Warum auch nicht? Aber falls der kaputt geht, machen wir hier tatsächlich einen drum. Den haben wir. So, da müssen jetzt alle verbunden sein. Okay.
Dann könnte man eventuell so kleine Verteidigungsposten überall hin machen. Ich finde das schön, dass wir hier so ein Geschütz schon mal haben von denen. Aber hier fehlen tatsächlich auch so Präzisionsgeschütztürme. Die sind aber auch teuer. Aber das sind so Türme, die stelle ich am besten hier so. Die haben ja eine ziemlich hohe Range. Einfach hier so hin. Also nicht so an die Mauer ran. Sondern einfach irgendwie so verteilt, wie wir es in der Base gemacht haben. Mit dem Unterschied, dass wir hier aber... Wieso ist das denn jetzt so laggy? Unberührte Ruinen, dass wir draußen natürlich Sandsäcke drum machen. So, der schneidet Repair Kits. Da müssen wir noch einen Raum für fertigen. Das hätte ich jetzt leider gern gesehen. Das waren die hier. Hier hätte ich gern mal gesehen, wenn die in Action gehen. Der T-Rex macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Ich muss hier echt jetzt im Slow-Mo spielen, warum? Wegen der Performance und sowas. Ja, das ist schon ein bisschen traurig. Ich will nicht im Slow-Mo spielen. So, wir haben ja auch wieder ein paar Skulpturen, die wir verticken könnten. Wir haben nicht genug Strom. Jetzt bräuchten wir sowas wie in, wie hieß es, Oxygen Not Included, wo wir priorisieren können. Was ist das? Silber? Naja, warum nicht, ne? Aber mir geht es in erster Linie nicht um die Bauteile, sondern hier rum. Schön das Eisen rausruppen. Das Eisen in Stahl. Jetzt haben die auf jeden Fall was zu kloppen. Ein Roboterhändler. Darth Maul müsste doch dafür zuständig sein, ne? Ja, die Waffen hier werden jetzt in Zukunft alle mal vertickt. Wobei, vielleicht besser erst, bis ich mal ein paar von denen hier habe. So, was haben wir denn? Bauteile? Wir haben 3 Hightech-Bauteile. Ein bisschen Stahl haben wir. Repair-Kits. Ein Cleaner. Ja, die brauchen wir jetzt nicht. Könnten ein paar Bauteile aber gebrauchen. Und hier ist ein bisschen dunkel, ne? Was brauchen wir denn hier für mehrläufige Waffen? Weißt du was? Wir gehen jetzt aber erstmal auf Strom. Hier. Fortschrittliche Geothermalenergie. So, wir werden hier mal ein bisschen... Tut's die Pumpe überhaupt noch? Verschmutzungsgrad 0. Sehr gut. Wir werden jetzt hier mal eine Fackel hinstellen. Richtig altmodisch. Wir haben Hauptsache, wir haben hier so ein Haustier jetzt rumlaufen.
Der hat nichts zu tun, wer ist das? Unser Küchenroboter hat nichts zu tun. Das ist sehr interessant. Ja, wir brauchen halt unbedingt mehr Strom, ne? Hier wurde alles gemacht, das heißt, theoretisch könnten wir den jetzt auch bauen. Ah, jetzt kommt mal hier Präzisionsgewehr. So. Ein Großhändler. Sturmgewehr haben wir ja jetzt auch. Kommen nachher noch die Minigun dazu. Aber erstmal machen wir den Großhändler. Also Darth Maul regelt das. Dann müssten wir eigentlich wieder ein paar Ressourcen haben zum Bauen. Ich glaube, Bauteile sind das Problem. Stimmt, so kriegen wir natürlich auch Schlacke. Hier liegt ein moderner Helm. Wir haben tatsächlich sogar ein bisschen Teufelsgarn schon bekommen. Wir müssen unbedingt was gegen unsere Stromversorgung tun. Also für. Naja, wir forschen und wir sind ja dabei, neue zu bauen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Der T-Rex. Ich weiß nicht, ob wir den T-Rex platt kriegen. Wir sollten aber vielleicht diese Turrets hier fertig bauen. Falls der T-Rex auf einmal Jagd auf einen von unseren macht. Ich meine, der ist ja willkommen, ne? Solange er sich friedlich verhält, ne? Und sich anpasst. Gibt's auch keine Probleme, ne? Aber wenn er meint, hier einen auf T-Rex zu machen, ja, dann muss er auch damit rechnen, dass er auch wie eine wilde Bestie behandelt wird. Da kloppen die jetzt hier alles raus, das ist gut. Wir brauchen aber Bauteile. Kein Stahl, da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Oder eher falsch predicted. Oh, sehr schön. Und auch gar nicht so weit weg, gefällt mir. Warum ist hier eine Falle kaputt? Na, der gefallene Dinom, der hat jetzt hier nur noch Begleitschutz von den Elefanten, die wollen nicht schon wieder wen verlieren, ne? Deswegen. Die sind da halt hart jetzt, ne? Also. So, Count Dooku hat hier fast was festgestellt. Atomenergie? Wir haben gar kein Uran. Industriale Batterien. Wir forschen einfach mal eine andere Art Batterien.
heißt, hier muss ich jetzt die bauen. Oh, die sind aber teuer. Wir setzen einmal hier hinten hin, weil ich noch keine Hightech-Bauteile habe. Das heißt, wir bauen einen nach dem anderen. In der Schule jetzt auch noch. So, wir haben ein Präzisionsgewehr. Dann werden wir jetzt so langsam mal die Waffen hier austauschen. So, und ich würde sagen, der gefallene Dinom. Und Darth Maul werden unsere Anti-Mech-Einheit. Was war das denn? Wie lange willst du noch chillen da, Darth Maul? Das wird echt laggy. Ich muss echt den Speed ein bisschen runter machen. So, Stofflager wird langsam wieder ziemlich voll. Jetzt kriegen wir noch Kupfer hier raus. Und die sollen erstmal alles fertig machen, bis die wieder was anderes machen. Okay, dann gehen wir mal auf mehrläufige Waffen. So. Was ist denn hier der Unterschied? Wir werden mal zwei wegreißen und dann tauschen wir die nach und nach aus gegen diese Batterien. Na hopp. Der ist aber echt lang am Scheißen. So, jetzt baut ihr hier schon mal interne Türme. Na, wir haben halt ein Stromproblem. Das müssen wir als erstes beheben. Vorher können wir nicht weitermachen. Oh Mann, das dauert ja ewig, bis er da alles hingetragen hat. Was machen denn unsere Tragebots die ganze Zeit? Vielleicht brauchen wir einfach nur mehr von denen. Sehr gut. Der weiß, was zu tun ist. Und der Cleaner macht sogar direkt sauber. Ja, der ist ein bisschen gestresst, ich weiß. Was macht er denn? Der holt das Kupfer.
Ja, weißt du was? Geh mal was essen. Und dann wird weitergearbeitet. Ja, gut, du darfst doch erstmal deine Hygiene dann machen. Komprimierte Bauteile? Wo? Scheiße. Jetzt war ich zu langsam. Oh. So, wie sieht's aus, Darth Sidious? Da scheint eins kaputt zu sein. Wieso liegen die draußen? So, hier dürften auch nur Brocken sein bei den anderen. So, weg sind sie. Gibt's ja nicht. Wen haben wir denn hier noch? Nein, der nicht. Sollte reichen, oder? Was ist denn mit Mace Windu los? Ach so, das sah gerade nur so aus, als wäre der verletzt. Leck. Och nee, nicht jetzt. Och nee, auch noch da. Das ist bitter. Jetzt musst du doch alle holen. Scheiße, sind das viele. Ja gut, mit dem Anti-Mech kann man da nicht viel reißen. Okay, die Berserker an die Front, die Mechs gehen nach hinten. Sniper auch. Okay, wer macht auf? Wir machen das so. Offen halten. Offen halten. Oh, sie sind schon durch. Positionswechsel. Helfen sogar die Roboter. Bis jetzt kam noch keiner raus. Jetzt direkt hinterher.
ballert sie weg. So. Also ich muss sagen, ein bisschen Glück hatten wir schon, ja, dass das im Gefängnis war, beziehungsweise im Gefängnisvorraum. Also es hätte schlimmer ausgehen können. Vor allem, wie viele das waren. Capone ist tot, Elefant 1 ist tot. Das heißt, wir haben nur noch Busy. Uns fehlen ein paar Bots. Der Crafter ist da. Na komm hier. Das heißt, es fehlt noch der und der fehlen noch. Und wir müssen hier mal die Turrets einsetzen. Okay, ein Meteorit ist auch noch eingeschlagen. Oh. Wo ist der T-Rex? Der T-Rex immer mehr in der Base. Verschwindet einfach irgendwann in unserer Base. Wir machen die hier noch fertig und dann gehen wir mal auf, ich würde sagen, hier den Gartenbau. Okay, wir brauchen noch ein paar, wir müssen den wieder umbenennen. Also, R3C1, der Krankenbot. Ich glaube, das war ein R2, ne? R2, wir haben H schon für Healer. Ah. R2A1 für Arzt. Kommt jetzt unser Küchenbot. Hallo? R1 K1. Und wir brauchen noch einen R1 T2. T3, sorry.
Okay. R1, T3. Den T1 tun wir mal, wir tun mal alle zurück. Und irgendeiner ist beschädigt. Sehe ich so gar nicht. Oh, das ist gar nicht mehr beschädigt. Okay, die Teile verschwinden. In Besitz nehmen, deinstallieren. Dann tun wir hier die Turrets rein. So, die nächste Sniper wäre ready. Wobei, wir lassen die Sniper. Wie sieht's mit dem Geothermalkraftwerk aus? Keine Bauteile. Hier fehlen nur Bauteile und High-End-Dinger. Das heißt, wenn ein Händler kommt, werden wir Bauteile holen. Oh, ein Shredder-Turret ist fertig. Ich würde mir gern sehen, wenn der was angreift. Ich würde ja gerne einen T-Rex haben, ne? Aber das ist mir zu gefährlich. Warte, wer würde den denn zähmen? Der gefallene Dinom. Sollen wir dem gefallenen Dinom eine Chance geben? Was hat er denn in Tiere? 12. Also die Chance ist sehr hart, dass es nach hinten losgeht. Wir holen uns mal alle. Jetzt kommt ein Prothesenhändler. Kannst du noch mal schnell mit dem Dingsen? Der hat auch wirklich nur Prothesen. Ja, gucken wir beim nächsten Mal. So, es ist natürlich Nacht. Jetzt sind sie alle am Pennen. Was für ein T-Rex? Der pennt auch. Was ist denn jetzt passiert? Ja. Die reißen wir mal wieder weg. Ein Dromedar hat einen Herzinfarkt. Was mit dem Dog? Los, go! Behandlung fehlgeschlagen, ja RIP. Noch haben wir ein bisschen Holz. Okay, wir brauchen mehr Bauteile. Bauteile, Bauteile, Bauteile.
Feuer. Komm schon, mehr Bauteile. Leck! Nee. Da wäre ich ja nicht drauf gekommen. Bauteile, sehr gut. Ich glaube, wir gehen auch mal auf die Tiefenbohrer, ne, bevor Dino es schreibt. Machen wir noch den tiefen Scan, Alter, 7000. Ach so, ja, die Blastkanone ist ja jetzt auch fertig, ne? Der Blast Turret, ich weiß zwar nicht, wofür der gut ist. Ich würde sagen, wir bauen einfach einen, ne? Wenn wir die beiden hier, wenn wir das hier wegreißen. Das reißen wir mal weg. Hier kommt später dann so eine Vulkanik-Kanone hin. Und dann tun wir hier einfach noch so Blast-Turrets hin. Keine Ahnung, was die tun. Auf jeden Fall sind die jetzt da. Einfach überall mal so ein paar Durits von denen hinsetzen. Hufeisen wird hier gespielt. Nicht mit mir. Sieht aus wie so ein Shotgun, oder? So, dann werden wir die eine Wand schon mal tauschen. Haben wir denn noch genug Granit? Wir haben noch Granit. Schiefer haben wir nicht so viel. Wie sehen denn unsere Bäume eigentlich aus? Fast durch. Ein bisschen brauchen sie noch. Ein Waffenhändler müsste noch mal kommen. Baut er hier die ganzen Precision Towers. Ich glaube, es hackt. Ich hoffe, die haben was für mich. Was ist das denn? Computer Components. Brauchen wir nicht. Planstahl. Boah, wir haben aber viel Planstahl.
Ein Soldier-Implantat. Ach so, damit können wir dann normale Typen zum Tötungsmaschinen machen, normale Roboter. So. Oh, wir haben ein paar von denen. Nicht schlecht. Perkit behalten wir mal. Ein Speedskin, sehr teuer. Alter, hat der viel Geld. So kann ich gar nicht verticken. Vielleicht sollten wir auch mal so langsam Wir haben gar keine Soldaten, ne? Wir haben nur Berserker. Ich habe überlegt, ob ich jetzt den normalen, die Sommer haben, die haben ja Schutzwesten, ob ich denen jetzt aber auch moderne Helme und sowas geben soll, aber nein. Ich meine, wir haben ja eigentlich ziemlich starke Geschütztürme. Weit gekommen. Theoretisch würde ich hier überall noch Beleuchtungen machen, aber nee. Also ich würde sagen, hier ist gut gesichert, hier ist gesichert, hier ist überhaupt keine Sicherung. Hier habe ich eigentlich auch, falls die hier mal durchbrechen wollen, keine Sicherung. Wir machen jetzt erstmal aber hier. Na, dann machen wir den dicht. Und den hier werden wir ein bisschen erweitern, nach unten, glaube ich. Hier dran. Dann machen wir hier außerhalb die Türme. Dann machen wir hier eine Oldschool-Mauer. Dann haben wir mehrere verschiedene Verteidigungsarten. Nur Eingang innen, dann hier so ein paar verstreute, außen, hier innen. Hier ist auch innen. Und hier machen wir Oldschool außen. Was ist das denn? Wie schnell die sind hier durch... bauen. Na, dann können wir das ja jetzt hier auch durchziehen. Natürlich von außen nicht safe, ne? Aber gut, warum sollten die hier durch die Wand gehen, wenn hier eigentlich offen ist, ne? Ich meine, hier haben sie es ja mal versucht. Aber hier haben wir jetzt ja auch ein paar Tower. Auch wenn die nicht viel aushalten können. Wann kommt denn eigentlich noch mal ein Händler, mit dem wir auch was anfangen können? Wir sind befreundet mit Orion? Ich dachte, das sind böse.
Ich dachte, Orion wäre böse, aber hier sind die anscheinend... Alter, wir haben ein bisschen viel Fleisch. Wo hat der denn den Fisch her? Wer kocht denn noch? Darf Pleagles? Aber nur, wenn es nichts zu forschen gibt. Naja, wie sieht's aus? Wir haben Silber. Gucken am besten hier. Wir haben auch kaum noch Stahl. Aber Bauteile fehlt halt noch krasser. Oh, Bauteile, jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Schluck auf mitten im Reden, auch geil. Wir entfernen hier mal den Boden. Alter, wir haben eine Goldader hier. Wieso habe ich die eben noch nicht gesehen? Aluminium? Und noch mehr Silber? Ja, das lassen wir erstmal drin. Nochmal Bauteile. Wir brauchen halt mehr Bauteile, ne? Das Ding braucht Hightech-Bauteile. Seit wann das denn? Mit Heilwurzeln aus. Wie viele haben wir? Lag. Lag of Doom. 647. Wie hoch können wir die stacken? Okay, hier geht uns langsam der Tee aus. Deswegen machen wir nochmal eine Teefuhre. Wie sieht's mit Bambus aus? Bambus haben wir voll. Dann machen wir den Bambus auch nochmal weg. Hier machen wir nochmal Mais. Wir brauchen hier ein paar mehr von den Mahlzeiten. Beziehungsweise den, aber es kocht ja keiner hier vernünftig. Warum sieht denn der Boden so anders aus? Was? Darf Maul ist trächtig? Uran? Darf Maul ist trächtig? Zweites Trimester? Wer ist denn der Daddy?
Also Darth Maul ist schwanger, ja? Mit einer Gemüsepfanne. Hat die Blutreinheit verbessert. Warum? Wegen der Gemüsepfanne. Das ist schon mal gut fürs Kind. Jetzt bin ich hier... Wer denn? Mit Han Solo, ah! Steht das hier jetzt drin? Ist schwanger, tatsächlich. Und gucken wir uns mal Han Solo an. Partner ist schwanger. So sauber ist quietscht. Was ist das? Seine Frau ist tot und mit seiner Geliebten hat er ein Kindchen mal. Also Han Solo und Darth Maul kriegen ein Kind. Wie das wohl heißen mag. So, die Vulkankanone ist fertig. Mörser, ich wusste es. Ah, da brauche ich jetzt die Hydrokulturen. Worauf wollte ich jetzt gehen? Eigentlich wollte ich die Folge beenden. Mal überlegen. Also Tiefenbohrung wären ein Teil. Warlights habe ich schon. Energierüstung und fortschrittliche Herstellung auch nicht schlecht. Was ist das denn? Auto-Turret. Okay. Könnten auch mal die Roboter hier ein bisschen erweitern. Dann kommen wir vor schon erstmal die ganzen Roboter durch. Das wird ein bisschen dauern. Hier sind die Androiden. Boah, jetzt so viel zum Forschen. Ich hoffe, wir kommen auch so weit. Also ich will auf jeden Fall mal alles forschen und alles dann auch ausprobieren und sowas. Wenn wir das in diesem Run nicht schaffen, mache ich noch einen Run. Wo die Gegner aber nicht so schwierig sind. Was ist das denn? Ach so, das ist Animal-Dingens. Kann ich Insekten und sowas? Der kommt nicht weit. Oh, ein Bauteil. Ich weiß nicht, was die haben, ne? Die kommen immer von hier und werden verrückt. Ich hab denen nichts getan. Ist ja nicht so, dass ich die Umwelt oder so hier verpeste. Ich breite mich nur ein bisschen aus. Ich brauche unbedingt... Alter!
Wir machen einfach mal hier. Upsala. Wo bist du, der Tyrannosaurus Rex? Wir machen einfach alles löschen. Oh. So, der ist durch. Was pflanzen wir jetzt hier an? Teakbäume. Eine Rettungskapsel. Obi-Wan, rette den mal. Er ist Lehrer. Wir brauchen bald einen Lehrer. Der ist schießwütig. Hm. Schießwütiger Lehrer, verstehe. Stimmt, Amerikaner. Vorurteil, was ist da los? Kannst du nicht sagen? Ist ja gut. Genau, gib ihm erstmal was Ekelhaftes zu essen. Mal gucken, ob der sich anschließt. Der ist alt. Ja, ein bisschen Silber, ne? Mir gerade aufgefallen. Hat er wieder schön was geschneidert? Kriegt ihr da was zum Anziehen? Gefällt mir. Achso, die Folge ist ja vorbei. Sagt das doch, Leute. Was ist denn da los mit euch? Gut. Also das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, dann habe ich ein bisschen Strom. Also bis dann. Ciao!